Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind aktuell dabei, so ein bisschen verbliebene Schätze in Velen und Novigrad einzusammeln. Ich guck mal gerade auf die Map. Wir sind noch dabei, genau. Wir brauchen noch... Was ist da los? Setze deine Hexe in einem Schema zur Verbesserung der Hose zu finden. Alles klar. Oh, ein bisschen weit weg. Da müssen wir noch ein Stück hinreiten, reisen. Gehen wir mal gucken. Gibt es denn hier in der Nähe einen Schnellreisepunkt oder lohnt es sich? Ja, das ist mitten in Ochsenfurt. Da können wir im Grunde, ja, aber da lohnt sich auch nicht mehr. Von da aus brauchen wir dann auch nicht mehr dahin schnell reisen. Das heißt, wir machen einen kleinen Ausritt mit Plötze. Die freut sich auch, wenn die mal wieder raus darf und ein bisschen die Steinbruch der Alten. Ach, guck mal. Siehste. Meine Probleme haben sich gelöst. Es ist gerade eine Wegmarke appeared. Dann gehen wir hier zum Westtor. Und schauen mal, was sich uns da denn... Was hat denn hier wieder rumgenervt? Mal gucken hier. Ah ja. Irgendjemand ist am Streamen. Das ist doch auch schön. So. Los geht's. Ehre und Heimatland. Ehre und Heimatland. Ja. Da sieht man auch, in diesem Heimatland leben sehr schlaue Bürger. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ich glaube, ich wollte auf Klo. Ich weiß aber nicht. Läuft. Gehört. Er hat endlich seinen Meister gefunden. Du wirst erstickt. Ich glaube, ein Hexer. 3 Pfund Stahl. Ja. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wer hat denn hier gewohnt und warum finde ich hier Hexerschemen? Da ist auf jeden Fall das Symbol. Finde das Schema zur Verbesserung der Hose. Wird wahrscheinlich unten sein. Ich gucke mich trotzdem eben nochmal hier oben um. Das schadet ja nicht. Mal zu gucken, was hier so noch alles ist. Gucken mal. Schweinefleisch, na, siehst du. Und noch ein bisschen Schnaps irgendwo. Pfeffer. Oh, ein paar Bierchen, ne? Ist auch okay. So, wollen wir nach oben gehen? Was haben wir denn hier? Mhm. Perle des Nordens. So viele Bücher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Geralt kann, wenn wir mit diesen Abenteuern hier durch sind, kann er mit den Büchern, die ich gesammelt habe im Laufe dieses Abenteuers, locker eine eigene Bibliothek einrichten. Hundertprozentig. Oh, hier geht's raus, das wollen wir nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir da ins... Oh, was hier passiert? Da hat jemand gelesen und ich sehe rot. Man steckt leider jetzt nicht mehr so ganz in der Story drin und weiß nicht mehr so wirklich, was passiert ist. Weil hier auf dem Bett ist ja offensichtlich irgendwas abgegangen. Aber was genau? I don't know. So. Was ist das? Das Kinderzimmer? Ein paar aufgerollte Teppiche. Da hinten ist noch eine Kiste. Aber es sind nur Bücher. Hey, komm. Ich will das auch noch sammeln hier. Das Massaker von Zintra. Also, wie schon gedacht, wird sich oben nichts befinden. Es ist bestimmt im Keller. Also hinab in den dunklen Keller. Ah, das klingt doch schon... Einladen. Das klingt auch schon ein bisschen nach Monster, muss ich sagen. Als würde hier unten noch irgendwas auf uns lauern. Oh, oh. Ich höre jemanden schmieden. So, Moment. Ich brauche mal eine Katze. Bombs. Dankeschön. Das sieht doch schon besser aus. So. Hier führt es aus dem Bereich raus. Das hilft uns also nicht. Ach, guck mal. Das sieht gut aus. Das wird es wohl sein. Art. Bam. Wie? Können wir nicht wegatmen? Müssen wir... Ach so, verwenden wir doch einfach diesen geheimnisvollen Schalter. Ist, glaube ich, besser. Dahinter verbirgt sich eine Truhe und in dieser Truhe verbirgt sich ein Schema zum Verbessern der Katzenhose. Damit wäre diese Quest abgeschlossen. Und wir können den Ort verlassen. Jo, so, siehst du. Das... Oh, Geralt, bitte die Leiter. Bitte an die Leiter. Ja, genau. Jetzt kann ich aber erstmal Kaffee trinken. Der wird sonst kalt hier. Oder wächst so ein bisschen das Grün durch die Wand, ne? Das ist schön, ist das, ne? Schön ist das. Richtig muckelig, ja? Ist ja jetzt frei, die Wohnung. Die ist abgeschlossen. Bin ich da nicht reingekommen? Nee. Wo kam ich denn rein? Ich komme hier nicht mehr raus. Ach doch, warte, da. Das war die Tür. Juhu. Boah, ist das hell. Erstmal Stühlchen schlafen hier, ne? So, mitten auf dem Weg, kurz mal lang machen. So.
Okay, das war das. Dann lass uns mal gucken. Ich glaube, da sind noch mehr. Ich bin noch nicht durch. Novigrad. Oh, das sind noch einiges, du. Meine Güte. Wrackküste. Setze eine Hexe ein, um die Ladung zu finden. Eine von vier. Versunkene Truhe. Finde die versunkene Schatztruhe mit Hilfe deiner Hexersinne. Machen wir erstmal die spannenden Sachen. Katzenschulenrüstung. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Katzenschule. Zack, machen wir doch erstmal sowas. Das sind ja so ein bisschen spannende Dinger. Da sieht man teilweise ja sogar noch kleine Geschichten. So, das Ding ist weit weg. Das ist auch super weit weg. Und das ist nicht ganz so weit weg. Erkunde die Ruinen von Est-Tayer. Oder machen wir das mal? Redanien. Ist so ein Wort. Ein Wort. Wonder. Redanien. Klöten. Hund. Einfach raushauen. Was einem so in den Gedanken kommt, einfach mal rausschmeißen. Das ist, muss manchmal einfach sein. Ne? So. Don Mann da. Ja, spuck du mal ruhig aus. Ist okay. Mach man. So, mal schauen. Das ist der erste. Estayar. Momento. Dan Manto. Oh, das sieht aber hübsch aus hier. War das nicht, wo wir mal die Hexenjagd veranstaltet haben mit den Hexenjägern? Oh, ja doch, das ist das doch. Genau, hier haben wir doch mal die Eule gefunden. Gott, wie heißt die denn? Mann, morgens Namensgedächtnis ist morgens einfach nicht so meine Stärke, weil ich muss erst das Symbol finden. Du kannst das jetzt nicht tun. Ich will aber. Wo ist das Symbol? Wir müssen erst das Symbol anquatschen, weil vorher schnallt er nicht, dass wir da sind. So, jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Sieht einer ein Symbol? Nein. Symbol, wo bist du? Ich höre auf jeden Fall irgendwas gurgeln. Da ist das Symbol. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Wer gurgelt denn hier? Ist gerade vorbeigeflogen. Muss etwas Dickeres sein. Da fliegt es freudig am Himmel. Ja, ich lasse es mal ein bisschen ziehen. Es hat noch nichts gemacht. Aber wir sind ja jetzt auch ein bisschen im Ruhestand. Also wir müssen uns ja nicht einfach so stressen. Da springt ja nichts mehr bei raus. Ne? Ist ja so. Kohle kommt nicht mehr. So, jetzt geht's hinab hier. Sind wir da richtig? Oh. Guck mal. Das kann ich diesmal aber arten. Das sieht so aus, als wäre es kaputt. Art. Und go! Na also. Wer liegt denn da? Notiz von Professor Sigismund Gloger. Und ein Schema. Was hat der Gute denn geschrieben? Ausgrabung durch Gottfried Oss, Michel, Sabine, Ruxer und Marco Gedel unter der Leitung von Professor Sigismund Golger. Wir haben mit Ausgrabungsarbeiten unter der Schirmherrschaft der Akademie von Ochsenfurt und mit freundlicher Förderung durch Prinz Adirin von den Seewölfen begonnen. Unser Ziel ist es, den legendären Schatz König Melgors von Est-Tayer zu finden. Achte Blate, erster Ausgrabungstag. Ich mache mir große Sorgen wegen des Hexers in unserer Gesellschaft. Ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf. Gleich beim ersten Treffen auf Burg Drahim, nun in den finsteren unterirdischen Kavernen, macht mich seine Gegenwart schaudern. Wie sicher sind wir eigentlich, dass seine Aufgabe darin besteht, die Expedition zu schützen? Außerdem liegt Burg Drahim zu dicht bei Ochsenfurt, als dass wir die beunruhigenden Gerüchte über Prinz Adrian nicht kennen würden. Unleserliches Fragment. Elfte Blate, dritter Ausgrabungstag. Kian hat verlangt, dass wir sämtliche Notizen abgeben, die wir in den Ruinen der Elfenrüstkammer gefunden haben. Ich weigerte mich. 13. Plate, 5. Ausgrabungstag. Wir haben das Lager in einer großen trockenen Höhle im östlichen Abschnitt des Komplexes aufgeschlagen. Hier befinden sich einige aktive Portale. Ich fürchte, dass sie vermutlich nicht nur instabil, sondern auch unindirektional sind. Und das klingt auf jeden Fall nicht gut. 14. Plate, 6. Ausgrabungstag. Der Hexer hat Marco ermordet. Marco entzifferte gerade eine der unbezahlbaren Elfenzeichnungen, als der Hexer sich plötzlich vor meinen Augen auf ihn stürzte, ihm die Kehle durchschnitt und seine Inkunabel schnappte. Okay, was? Ich geriet in Panik und sprang in eines der Portale. So gelangte ich in eine Kammer ohne Ausgang. Wenn nicht ein Echo des Portals erscheint, sitze ich hier für immer fest. Ich hoffe, Michel und Gottfried konnten entkommen. Die übrigen Notizen sind kaum zu entziffern, Daten fehlen. Ich muss schlussfolgern, dass der Hexer von Anfang an auf Befehl Prinz Adrians gehandelt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf der
Burg Drahim in diesem Moment auf den Erfolg ihres Plans anstießen. Verdammt! Vielleicht hätte ich diese Elfenschemas doch an Kian übergeben sollen. Was nützen sie mir nur, wenn ich in dieser Gruft vermodern muss? Ich habe mein letztes Wasser getrunken, zu essen ist nichts da, es ist kein Echo des Portals erschienen. Götter, ich glaube nicht an euch, doch wenn es euch wirklich gibt, wenn ihr existiert, dann rettet mich. Ja, du, das hat leider nicht so funktioniert, ne? Sorry. Ei, aber immerhin habe ich dich noch gefunden. Ja, ist ein bisschen blöder, dass ich hier reinporten lassen. Das ist natürlich dumm gelaufen. Durchsuche das Wrack des fliegenden Hirsch. Dann wollen wir mal den fliegenden Hirsch aufsuchen. Kein Wunder, dass es gesunken ist. Also ein fliegender Hirsch, das ist einfach auch... Das passt nicht, ne? Oh, das ist aber weit weg, du. Das ist weit weg. Und da müssen wir mal eben... mal unsere Reisefunktion anwenden. Okay, dann gehen wir am besten... vom Leuchtturm... ist hier irgendwo ein Boot? Holzfällerhütte ist ein Boot. Gehen wir zur Holzfällerhütte und machen so einen kleinen Schlenker mit dem Boot, weil da hinzuschwimmen ist, glaube ich, ätzend. Wobei, so weit sieht es nicht aus. Vom Leuchtturm aus und dann wieder zurück an Land. Nee, wir holen uns ein Boot, komm. Auf zur Holzfällerhütte, Bötchen geschnappt, besser ist das. Ich bin ja so ein Meister, was das Bootfahren angeht. Richtig. Außerdem kann ich mich dann schon langsam mal auf... die lange skellige Tour einstellen. Ne? Da werden wir ja auch wieder. Ich habe mal nachgeguckt, es sind 63 oder 61 offene Fragezeichen. Heftig. Ansonsten ist nichts mehr offen, so irgendwie Banditen oder sowas. Nur Fragezeichen und mal stumpf 61. Das wird lustig. Davon bestimmt 50 auf dem Wasser. Ja? Also wir werden die Reihenfolge dann auch so wählen, dass wir erstmal das an Land machen, weil das meistens spannender ist. Und dann machen wir noch so eine kleine, gemütliche Bootstour und sammeln den Rest. Ich habe auch nochmal geguckt, bei Kaer Morhen haben wir tatsächlich auch noch zwei offen. Das heißt also, auch Kaer Morhen werden wir nochmal besuchen und uns da nochmal die letzten beiden Fragezeichen holen, die da noch liegen. Werden wahrscheinlich zwei Höhlen sein, die so ganz am Rand sind, die noch ein bisschen Hexergeheimnisse vielleicht verbergen. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was über die Gebräuche und Rituen der Hexer erfahren. Na, was fährt denn so hinter mir her? Ich höre es schon wieder gurgeln. Naja, hier ist es eher ein Blubbern. Wetter ist ja perfekt für so eine kleine Bootsfahrt. Ne? So ein bisschen Gewitter, das ist doch super. Da ist man auch angespannt. Wird einem nicht zu langweilig. Das ist alles richtig so. So muss das laufen. La la la. La. So, oh, du ist das Wrack. Das ist gar nicht im Wasser. Das hängt da so an der Insel dran. Und dann ist das ja gar nicht so ätzend. Müssen wir nur mal ein bisschen auf dem Boot rumgucken. Na, warum seid ihr denn hier gesunken, du? Naja, gestrandet eher. Gesunken kann man das ja nicht nennen. So, wir klettern erstmal drauf. Aber ich glaube, das wird innen drin sein, so wie es aussieht. Lass mich mal rauf hier. Oh, ist ja alles schon ein bisschen angegammelt, ne? Muss man ja sagen. So ein bisschen angegammelt ist das schon. Aber hier ist... Oben ist nichts zu entdecken. Da waren bestimmt auch schon mal ein paar Fischer gucken oder so. Da bleibt nichts über. Aber drinnen... Da sollten wir auch nochmal gucken. Da ist doch schon was Leuchtendes. Notiz des Magiers. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als eine Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Eigentlich finde ich diese Expedition sogar amüsant. Ich bin froh, dass ich die Entführung nicht von irgendeinem hirnlosen Muskelprotz erledigen lasse. Ich selbst kriege sie eleganter hin. Er ist vorsichtig. Mit einem beiläufig platzierten vergifteten Apfel wird ihm nicht beizukommen sein. Ich werde ihn wohl mit einem Zauber von den Füßen holen und per Teleport fortschaffen müssen. Hoffentlich landen wir nicht irgendwo mitten auf der Tempelinsel, sondern in meinem unterirdischen Quartier. Die Kraft, die aus meinem Labor pulsiert, stößt einen Gutteil meiner Versuche ab. Ein Gutteil meiner Versuche ab. Nach Hause zu teleportieren. Sehr hohes Resistenzniveau gegen... psionische Zauber. Zeit, die zur vollständigen Durchdringung seines Nervensystems erforderlich ist. Mindestens eine halbe Stunde. Noch ein paar Augenblicke und der Hexer ist transportbereit. Jetzt muss ich nur noch unsere Spuren verwischen. Wie wär's mit einem kleinen Wetterumschwung?
Während ich auf günstigere Witterung wartete, durchsuchte ich seine Sachen. Es waren einige sehr interessante Dokumente darunter. Eine Karte von Est-Tahir und Handwerksschemas elfischer Herkunft. Randnotiz: hochinteressante Zeichnung einer einhändigen Armbrust, vermutlich für die Jagd auf Drakoniden oder Ornithosaurier. Muss während des Verhörs danach fragen. Ich finde, meine Theorien bestätigen, dass die Hexer der Katzenschule Elfenwaffen einsetzen. Und man höre und staune Notizen von Professor Sigismund Gloger. Es ist offensichtlich, dass der Hexer etwas mit dem Verschwinden des berühmten Professors zu tun hat. Könnte sein, dass ich es mit diesen Cumulonimbi etwas übertrieben habe. Keine Zeit zu verlieren, ich muss uns evakuieren. Und was sich reimt, das kann ja nicht schlecht sein. Erkunde die Passage unter der Tempelinsel. Jawohl. Machen wir. Wo ist das? Kann man da mit dem Boot anreisen? Ja. Unter der Tempelinsel. Das heißt, da müssen wir tatsächlich mit dem Boot sogar hinreisen, weil das da irgendwo unten seitlich sein wird. Da werden wir wahrscheinlich nicht... Ja, wir fahren mal hier unten lang. Ich denke mal, wir müssen tatsächlich da irgendwo anlanden. Und dann in eine Höhle oder sowas rein. Oder er meint hier den Seitengang. Aber wir werden gucken. Wir fahren erstmal Boot. Lasst uns erstmal Boot fahren. Fangen wir damit an. Ich werde kurz wieder schlafen bis zum Morgengrauen. Ach, es ist schon Morgengrauen. Es ist einfach nur so dunkel. Ne, okay. Das liegt am scheiß Wetter. Da werden wir dann nichts machen können. Also... machen wir erstmal eine kleine Bootstour. So, Geralt, ran an das Ding. Los geht's. Kommen wir da seitlich vorbei? Nö. Warte, wir müssen den Rückwärtsgang betätigen. Miep, miep, miep. Das sieht immer wieder geil aus, wenn sich das Boot so massivst unnatürlich bewegt. Los geht's. Das Wetter ist wieder, es spielt wieder perfekt mit, ne? Also, für Velen habe ich da keine Hoffnung mehr. Da wäre so ein weniger Regenmod sogar langsam echt angebracht, weil das ja nur am Pissen ist in dieser Gegend hier. So. Fahren wir mal gemütlich am Leuchtturm vorbei Richtung Novigrad. Da liegt auch schon die Tempelinsel. Und dann schauen wir mal. Wetter ist etwas scheiße, man sieht leider nicht so viel, aber wir werden das schon mitkriegen, ob das passt oder nicht. Und dann gucken wir mal, dann haben wir die Katzenschulenrüstung auch komplettiert. Dann fehlt nicht mehr viel, dann haben wir glaube ich noch eine Hexer-Schemata-Quest und danach nur noch so ein bisschen Dödelkram, wo ich wahrscheinlich mal die Quests angenommen habe und dann gesagt habe, oh nee, das ist zu tief. Da warten wir, bis wir den Trank haben. Oder nee, das ist jetzt zu schwer. Da warten wir, bis ich stärker bin. Und dann sind wir nie zurückgekehrt. Das Übliche. So. Wir kommen näher. Und näher. Noch ist von einer Passage nichts zu sehen. Wir umrunden es mal links herum. Ich denke, links sind wir besser dabei. Mal gucken. Ah, sieht schon schön aus, ne? Licht haben sie auf uns angemacht. Läuft. Da sind wieder ein paar Ertrunkene, die auf dem Wasser laufen. Und flupp rein. Der eine ist wenigstens reingefluppt. Die andere, die will stehen bleiben. Naja, flubbert jemand rum. Ah, gut. Das hebe ich mir für Skellige auf, Leute. Das wird noch... Oh je, dann wieder die ganzen Harpien und dann geht mein Boot wieder irgendwann kaputt. Und ach, schön. Das wird anstrengend. Das sind richtig, richtig viele Fragezeichen noch. Da haben sie es, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben. Weil es halt nicht spannend ist. Man muss es ja jetzt mal wirklich so direkt sagen. Dieses auf dem Meer 5 Milliarden Fragezeichen abgrasen ist halt echt mal nicht spannend. Ja, ist gut. Gut, Hahn. Er will meine... meine einzige Kritik wird hier gerade mundtot gemacht, ja.
Gut, ihr hört den Hahn aber krähen. Heißt, wir machen hier kurz einen Break. Geht dann gleich im nächsten Part weiter. Ich bin froh, dass die roten Sachen vor uns sich gerade nicht bewegen. Hundertprozentig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.